Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Android Weekly News. Hier nun die Nachrichten der vergangenen 52. Kalenderwoche und dem Gewinner des wöchentlichen Google Chromecast. Das Internet ist aus unserem privaten als auch beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Haushalte, die nicht in der Stadt oder in Ballungszentren ansässig sind und trotzdem online unterwegs sein wollen, sind so auf einen schnellen Mobilfunkstandard wie LTE angewiesen. Während Deutschland mit dem Ausbau von schnellen mobilen Datenverbindungen hinterherhinkt, gab es in der vergangenen Woche in Großbritannien einen ersten erfolgreichen Test unter realen Bedingungen von LTE Cat 9, welches rein theoretisch Geschwindigkeiten von bis zu 450 Mbit pro Sekunde erreichen kann. In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen dem führenden Prozessorhersteller Qualcomm und dem chinesischen Konzern Huawei erreichten die ersten Testergebnisse 410 Mbit pro Sekunde im Download. Genutzt wurde hierfür das Mobilfunknetz des größten britischen Providers Everything Everywhere, an dem auch die Deutsche Telekom beteiligt ist. Dieser will Anfang 2015 LTE Cat 9 das erste Mal im Wembley-Stadion zum Einsatz bringen. Unterstützt wird dieser Mobilfunkstandard aktuell nur von Smartphones und Tablets mit einem Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core-Prozessor. Das 1998 in Mountain View gegründete Unternehmen Google ist unumstritten mit seiner gleichnamigen Internet-Suchmaschine der weltweite Marktführer. Die dafür verwendete Technologie basiert auf der von dem Google Now-Sprachassistenten bekannten Knowledge Graph. Neben dem streng geheimen Suchalgorithmen wie beispielsweise dem PageRank ermöglicht der Knowledge Graph digitale Verknüpfungen von bestimmten Suchbegriffen wie Tiere, Orte, Bauwerke und Menschen. Diese wurde nun am Dienstag vergangene Woche um einen zusätzlichen Filter erweitert, den der sogenannten Lyrics. Denn wer nun einen Songtitel mit dem Zusatz Lyrics bei der Google-Websuche eingibt, der bekommt je nach Musiktitel gleich den passenden Liedtext angezeigt. Am Ende des gefundenen Textes ist ein kleiner Link zum Google Play Store, durch diesen dann dank des Google Knowledge Graph der gesuchte Musiktitel zum Kauf angeboten wird. Der Datenbestand an Liedtexte ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr beschränkt. Die Funktion der Suche nach Liedtexten wird aktuell schrittweise auch in Deutschland freigeschaltet. Am Mittwoch vergangene Woche feierte die Welt traditionell den Heiligen Abend. Während hierzulande die Bescherung bereits am 24. nachmittags beginnt, ist es in den meisten hauptsächlich englischsprachigen Ländern üblich, Geschenke am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages zu überreichen. Auch Android TV hat am Mittwoch begonnen, euch jeden Tag ein neues Geschenk zu präsentieren, welches ihr auf unserem Blog mit einem Kommentar, warum ausgerechnet ihr das jeweilige Geschenk erhalten solltet, gewinnen könnt. An 10 Tagen gibt es so die Möglichkeit, Dinge wie Smartphones von Alcatel, Vico oder Kazam zu gewinnen. Aber auch Stereo-Kopfhörer von Monster, ein Philips Wireless HiFi Link, ein Biwi Hubschrauber oder ein Orbsmart Soundpad sind von MyHD Player mit unter dem Weihnachtsbaum gelandet. In unserer aktuellen Android-Talk-Sendung Folge 48 stellen wir noch einmal alle Produkte genauestens vor. Wer nun endlich auch mal etwas gewinnen möchte, schaut auf unserem Blog gotoandroid.de vorbei und schreibt seinen entsprechenden Kommentar unter einen oder allen Christmas-Special-Beiträgen und nimmt somit automatisch an der Verlosung teil. Autonom fahrende Fahrzeuge sind schon lange keine Fiktion mehr, wie uns Google im Mai diesen Jahres eindrucksvoll mit einem Video von seinem Google Car präsentierte. Wie nun das Unternehmen am Donnerstag vergangene Woche selber bekannt gab, war das seinerzeit vorgestellte Auto nur eine fahrbereite Konzeptstudie, die keineswegs das eigenständige Fahren beherrschte. Diese unterschiedlichen Variationen der Konzeptstudien dienten mehr zur Erprobung von Brems- und Lenkverhalten des kleinen Zweisitzers. Doch nun gibt es das Google Car als offiziellen und funktionstüchtigen Prototypen, wie man auch deutlich anhand der nun verbauten Scheinwerfer erkennen kann. Der Leiter des Projektes Google Self-Driving Car, Chris Urmson, gab nun bekannt, dass man die Ferien noch nutzen werde, letztes Feintuning auf der hauseigenen Teststrecke vorzunehmen, um Anfang des Jahres das Google Car im öffentlichen Straßenverkehr von Kalifornien zu testen.
Wer bisher Sony PlayStation Games auf seinem Fernseher spielen wollte, benötigte mindestens einen Fernseher und eine Sony PlayStation Game Konsole. Am Freitag vergangene Woche gaben nun Samsung und Sony gemeinsam offiziell bekannt, dass man auf der kommenden CES in Las Vegas Anfang Januar 2015 auf einen Samsung Smart TV den Sony PlayStation Now Streaming Dienst präsentieren werde. Der bereits in den USA im Beta-Stadion laufende Service ermöglicht so gegen eine entsprechende Leihgebühr über 200 PlayStation 3 Spiele auf dem Smart TV zu spielen, ohne eine PlayStation Spielkonsole oder das Spiel selber gekauft zu haben. Die Audio- und Bilddaten der PS3 Spiele werden von einem Sony Server aus direkt auf den Fernseher gestreamt und benötigen außer einer Internetverbindung nur noch einen DualShock Controller und einen Smart TV mit vorinstallierter PlayStation Now Anwendung. Zu den finalen Leihgebühren und ob die App sich auch auf älteren TV-Modellen als auch Smartphones und Tablets installieren lässt, gab die Pressemitteilung keine Auskunft. Jedoch soll der Streamingdienst PlayStation Now noch in der ersten Jahreshälfte 2015 auch zu uns nach Deutschland kommen. Der Gewinner der letzten Sendung ist Josef Israel. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen HDMI-Streaming-Stick von Google. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Rutsch ins Jahr 2015 und verpassen Sie im Anschluss nicht unsere Verlinkungen zu weiteren Android TV-Sendungen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.